Einen wunderschönen guten Abend zu den Games Welt News. Mein Name ist Kuro. Heute ist Donnerstag, der 2. November 2017 und wir haben unter anderem die neuesten PlayStation Plus Titel für euch. Es gibt Infos zu den Lootboxen in Star Wars Battlefront 2. Außerdem hat sich Super Mario Odyssey ziemlich oft verkauft und Assassin's Creed Origins bekommt ein neues Update. Menschen, die PlayStation Plus besitzen, dürfen sich ja monatlich über neue Spiele freuen und auch im November wird es ein paar Titel geben, die ihr euch kostenlos runterladen könnt. Ab dem 7. November gibt es da unter anderem Baphomets Fluch 5 und, ziemlich cool, Worms Battlegrounds. Until Dawn Rush of Blood für PSVR, falls ihr eine PlayStation VR Brille habt, könnt ihr euch auch umsonst runterladen und alle Titel findet ihr auf gameswelt.de. Super Mario Odyssey ist ja jetzt seit ein paar Tagen erhältlich und Nintendo hat bekannt gegeben, mein lieber Schwan, Super Mario Odyssey hat sich aber richtig oft verkauft und zwar in den ersten 3 Tagen, in denen man das Spiel kaufen konnte, ganze 2 Millionen Mal und ist somit in Europa, das, also wahrscheinlich auch weltweit, aber in der Pressemitteilung stand in Europa, dass Super Mario, das sich am schnellsten verkauft hat, davor war Super Mario Galaxy 2. Und ja, ich spiele es gerade, habe auch ein bisschen Spaß. Das Internet ist ja gerade relativ unglücklich, was Lootboxen betrifft. Und da hat es ja auch Star Wars Battlefront 2 getroffen. Vor, während und nach der Beta haben Spieler haben ihre Beschwerde mitgeteilt und gesagt so, oh, wie ist das mit den Lootboxen? Wenn ich da jetzt Geld bezahle, kriege ich doch spielerische Vorteile gegenüber Leuten, die kein Geld für Lootboxen ausgeben. Und EA hat reagiert. Hat eine Mitteilung veröffentlicht und gesagt, dass es jetzt so ist, dass die mächtigsten Objekte im Spiel nur via Ingame-Währung zu bekommen sind. Außerdem ist es so, dass man ja Sternenkarten verbessern kann, um halt spielerische Vorteile zu bekommen. Aber einige Verbesserungen sind an Rängen gekoppelt. Das heißt, man muss erst einen gewissen Rang erreichen, um die Sternkarte abzudaten oder zu verbessern. Und ja, wer weiß, vielleicht wird das ja die Internetgemeinschaft, zumindest was Star Wars Battlefront 2 betrifft, etwas besänftigen. Es gibt erste Details zum Update von Assassin's Creed Origins. Ist ja seit einigen Tagen erhältlich und tatsächlich nach ein Jahr Abstinenz auch ein ganz gutes Assassin's Creed geworden. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Solides Kampfsystem, tolles Setting, coole Charaktere. Aber jetzt hat Ubisoft über das erste Update gesprochen, das dann irgendwann im Laufe des November erhältlich sein soll. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Und zwar dürfen sich vor allen Dingen Xbox One X-Käufer über Verbesserungen freuen, grafischer Natur. Außerdem gibt es auch HDR-Support dann, nicht nur für die Xbox One X, sondern auch allen anderen Plattformen, die halt HDR unterstützen. Dann gibt es noch diverse Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen und für den Trials of the Gods Spielmodus gibt es eine neue Challenge, und zwar Kampf mit Anubis. Das waren dann die Games Welt News für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.